Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespielfreunde zu Empire. So, ab jetzt wird es blind für mich. Wie ich bereits sagte, die ersten beiden Missionen kannte ich schon aus der Demo. Aber nun kommen wir zur Mission 3. Und da kann ich euch gerade mal die Worldmap zeigen. Das ist Ardania. Und es ist immer noch das Original Ardania, was ich kenne. Aus dem allerersten Spiel. Das ist wirklich gut 15 Jahre auf dem Buckel haben müsste. Ja, so viel dazu. Wir sehen hier oben, wir haben hier oben angefangen und sind nun bei Mission 3, töte den König. So, in die Mission springen wir gleich mal rein. Schwierigkeitsgrad normal, alles okay. Fähigkeitspunkt haben wir vergeben, da wir Stufenaufstieg hatten. Der nächste ist auch nicht mehr so weit entfernt, nur 425 Punkte. Also, starten wir das Spiel. On a hill outside the city of Babarbia lies the castle of Shonan, son of Cronach, king of the realm, and also the former ally of your advisor. You must set up a base in the caverns close by and dig your way to the castle basement, where you are to destroy all evidence linking Oscar to King Shonan. When that is done, you need to prove yourself as a proper Kingslayer by putting the backstabbing son of Cronach to dreamless sleep. Okay, wir dürfen Königsmörder spielen. Hey, Death Slayer, ready to learn the objective of my positively awesome plan? I was summoned ready. You've probably wondered how it is that I, a battered individual with the full weight of our wicked world on his back, became such a brilliant advisor. Not really. I've wondered what you taste like, but not that. Indeed, the truth is, I have it in my blood. My so-called father is the royal advisor to the sovereign king of Ardania. Most certainly the best royal advisor the world has ever seen. Until now. I aim to show that pile of goblin feces his place, a place inferior to the luscious, talented, and promising offspring doomed to neglect after he was pulled from the sanctum of my unfortunate mother. Still talking about you? This is my plan. While the lazy and ignorant sovereign enjoys the comforts of a peaceful Ardania, we rob him of all his land east of Lormidia. We will found a realm of our own, and you get to sit on the throne with me by your side. We shall have it all, power and glory. There is only one problem. Okay, now we're talking about you. You see, the plan was developed in collusion with King Shonan of Barbaria. He is quite the capable warrior. However, since he has proven to be a disloyal arsewipe, I have tasked you to play his part in the plan instead. Yeah, I'm the frackin' stand-in, the stool warmer, the cute understudy, I get it. Hush up and listen. We need to destroy all records that may reveal our evil scheme before the time is right. In the cellars beneath King Shonan's castle is a room filled with evidence that has to be obliterated, and when that is done, you must lure the king down and kill him dead. Make the preparations. I'll give you further instructions momentarily. Deathslayer, go forth as soon as you're ready. The castle is built over an old abandoned dwarven outpost. Well, nearly abandoned anyway. There must have been illegal gambling going on in these caves not too long ago. There's a broken down dive you can repair and use to summon new kinds of servants. Also, I hear the distinct noise of a trapmaker, a dwarf, I believe. Ill-smelling, definitely. Find him, steal his blueprints, and I'll make sure they are delivered to our workshop. Now go. You'll have to find your way through a sealed-off area in order to reach the castle cellars. And be careful. Wouldn't be surprised if the trapmaker has left some of his handiwork lying about. A new side quest has been added. Okay. Wir müssen den Eingang zum Kellergewölbe finden. Das ist übrigens hier. Gut zu sehen. Und hier die Beweise vernichten, die die Zwerge bewachen. Hier sind übrigens ein paar Rattenmenschen auch noch in dem Gewölbe. Da ist ein Eingang.
Da sind Skelette, die eine Truhe bewachen. Okay, wir fangen erst einmal mit den ganz gewöhnlichen Alltagssachen an. Also als erstes brauchen wir einen Hort natürlich. Ja, den drehe ich mal so, dann kann ich mir nämlich in die Richtung nach unten graben. Und dann können wir eben nach dort erweitern. Und eine Küche hier oben. Ich versuche so viel wie möglich in diesem Gang hier zu bauen. So. Kein Arbeiter verfügbar, das ist nicht so gut. So, jetzt müssten wir die maximale Anzahl an Arbeitern fürs Erste haben. Weisen wir mal in unserer Pilzfarm zu, dass das schon mal funktioniert. Und einen müssen wir hier zuweisen. Ah, sehr schön. Küche. Gut, ich würde sagen, wir können dann den Raum hier übernehmen. Und dann müssen wir weitersehen. Erstmal gucken, was wir freischalten können. Oh, unsere erste Nicht-Imp-Einheit. Und Workshops. Übungsraum, Schmiede. Kerker braucht noch etwas. Also das hier unten ist der Kerker. Ich denke, wir schalten erstmal den Speer frei. Was macht das hier nochmal? Nach dem Verzehr eines Tranks erhältst du 5 Materialien. Nö. Dann spare ich lieber erst einmal, um den Recken freizuschalten. Und dann natürlich den... Nee, ich spare erstmal auf den Priester. So, wir haben Truppen, die wir rufen können. So. Mit denen können wir die Jungs hier ausschalten. Und uns somit diesen Teil des Dungeons sichern. Für weitere Bauten. Dann können wir nämlich hier einfach den Gang benutzen für gegen die Helden. Und du beweg dich mal vom Heldeneingang weg. So, wie sieht's aus? Ah, gut, Team 1 ist schon mal fertig. Also fürs Erste, bis wir die anderen Sachen freigeschalten haben. Gut. Nice Set für euch. Da runtergraben. Baal. Dich brauchen wir auch hier. Töte den Fallenpower. Ach so, das hier ist das königliche Gebiet. Das heißt, das hier ist der Fallenbauer. Ah ja. Okay, ich verstehe schon. So, rufen wir gleich mal einen neuen Imp. Und töten die hier. Okay, sie haben schon mal geschafft, einen meiner Schützen wegzuhauen. Aber das ist jetzt halb so wild. So, die Jungs haben wir tot gekriegt. Baal, öffne mal die Truhe. Wow. Was zur Hölle? Ich sehe schon, das ist ungesund. Nein, 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 bleib weg von mir. Ach du meine Güte, der rennt mir jetzt hinterher und heizt sich die ganze Zeit. Au, au, au. Wer schützt Baal? Irgendwie. Naja, komm, jagen wir einen Imp in die Luft. Ja, und ich beschwöre gerade Dutzende von Berserkern. Solange unsere Pilze das nicht machen, um diesen Rattenmensch hier loszuwerden.
Ja, wie sie auf ihn einhacken. Okay, er hat was geschworen, das ist auch nicht so toll. Bald gehen wir aus dem Kampfgebiet raus. Genau, bombardieren von da hinten aus. So bringen wir weitere Minions. Mal gucken, was haben wir schon an Minions. Eine gute Menge. Oh, er ist tot zum Glück. Ja, das hat uns genug Gold gebracht, um den zweiten Trupp freizuschalten. Auch wenn unsere Trupps jetzt im Augenblick nur aus Berserkern bestehen. Ah, jetzt kann ich aber wenigstens den Priester freischalten. So, ich brauche auf jeden Fall neue Imps. Und wenigstens ist Baal hochgeheilt. So, das war die waren die Pilze. Oh, cool, man kann sich hier anzeigen lassen. Ach so, das ist die Fähigkeit von denen, Heilung. Toll, ich kann im Augenblick keine Diener mehr haben. Oder was? Oder ist einfach nur das Raster zu voll? So. Kann ich jetzt noch einen? Nö. Ach so, ich habe nicht genug Pilze. Sehe ich gerade erst. Okay, Baal. Ruf mir noch einen Imp. Und dann müssen wir einen Trupp mal losschicken, Pilze und ähnliches zu sammeln. So, gucken wir mal, wo sind wir? Wir sind hier. Und da sind ganz Pilze in der Nähe. Schicken wir mal Trupp 1 los, Pilze sammeln. So, blitzen wir die Zauberer. Gut. Ein paar Pilze für unser Reich. Können wir schon mal wieder weg von der Weltkarte und könnten theoretisch jetzt mal den Übungsraum freischalten. Der ist gerade etwas wichtiger, aber für den brauchen wir Materialien. Materialien. So, könnte ich jetzt bitte meinen zweiten Priester haben? So, ihr seid Trupp 2. Du bist ein freistehender Berserker und du bist freistehender Berserker. Irgendwie muss ich euch ja auswinken können. Ihr geht mal da vorne hin und passt hier auf. Gut. Oh, wir haben noch einen Punkt. Dann können wir auch gleich die Schmiede freischalten. Obwohl es die jetzt nicht viel bringt, weil wir noch keine Rüstungen freigeschaltet haben. Ah, Mist. Frieden und Beute. Wenn 90 Sekunden lang keine Einheit stirbt. Oh, das ist nice. Dann bin ich fast schon gewillt, erstmal schnelle Auffassungsgabe zu machen, was die Materialkosten reduziert. Oder das hier, das reduziert die Materialkosten aller Räume. Schauen wir erstmal. Ich schicke jetzt erst einmal Trupp 1, weil der jetzt gut gesättigt ist, zur Materialsbeschaffung. Ah, das nächste Material ist wohl hier. Trupp 1. So, währenddessen kann Trupp 2 mal kurz mampfen gehen. Wir gucken währenddessen uns mal den Kampf an und greifen dabei auch ein. Ey, du da. Hier ein Blitz für dich. Gegen die Truppe hast du fast keine Chance, weil wir volle Aggression haben. So, weg mit dir. Sehr schön. Gut, es dürfte uns genug Materialien geben für den Ausbau.
Gucken wir mal kurz, mit was können wir im Augenblick am effektivsten noch die Sachen steigern. Einheiten beschwören.